Fortsetzen. So. Diamant. Prinzipiell jetzt so. Und Diamanten bringen mir welche mit. Ach, verdammt. Wie viel haben wir denn jetzt? Kann nicht bauen. So. 5, 7. Ja, Jetzt prinzipiell hast du noch so. welche in der Reichweite. Oh, da drüben. Du machst es doch echt Spaß, meinen Keller auszuheben. Du gibst den Keller aus. Ja. Eigentlich schon jetzt ziemlich lange. So funktioniert das, glaube ich, auch hier. Ja, genau so ist der Plan. Oh. Hier nicht runterhüpfen. Kommen die Stufen oben drauf. Nee, offensichtlich nicht. Wie habe ich das gemacht? Eine Stufe, das, eine Stufe, das, eine Stufe, das, eine Stufe, das, eine Stufe. Und dann das offensichtlich nicht. Vielleicht auf dem Niveau hier. Verstehe es gerade nicht wirklich. Bauen wir hier kurz ab. Okay, da drunter ist eine Stufe. Darunter ist keine.
So habe ich das also gemacht. Okay, ich glaube zu verstehen. Also. Schießer. Das kommt da drunter. Hier kommt einer Stufe hin. Ich glaube, die ist falsch rum. Ja, natürlich ist die falsch rum. So muss es. Aber wie? Wie passt das dann? Jetzt ist halt das große Nachbauen. Ich krieg Hustenattacken. Mensch, 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 das ist aber nicht gesund. Ach. Normale Bronchitis. Ich würde das jetzt auch nicht als Symptom bezeichnen, die Bronchitis. Beziehungsweise Asthma. Nichts geht gegen ein paar Organversagen. Man braucht schon Organe. Organe werden überbewertet. Nix wie raus damit. Kriegt man gutes Geld für, habe ich gehört. Obwohl für eine kaputte Lunge dann nicht mehr. Habe ich dir während meines Köln-Urlaubs erzählt, dass ich hier so ein positives Testergebnis bekommen habe für Corona? Oh. Nein, das hast du noch nicht erzählt gehabt. Hast du meinen Vlog nicht geguckt dazu? Ich habe kein YouTube mehr, das hast du vielleicht noch nicht mitbekommen. Doch, das habe ich schon mitbekommen. Ich habe nicht mal mehr einen Account. Ja, dann fällt es schwer. Ja, als ich in Köln war, im Urlaub. Da hieß es ja dann tägliche Tests ab einem Tag. An einem bestimmten Tag hieß es dann, dass man sich immer testen muss. Und da war ich halt an dem einen Tag zum Schnelltest. Und dann war der Schnelltest auf einmal positiv. Ungut. Dann, ja, da gab es dann einen gratis PCR-Test, den ich gemacht habe. Da habe ich dann einen gratis PCR-Test gekriegt, damit Zustand, wenn ich ein positives Testergebnis habe. Und der PCR-Test hat dann halt 24 Stunden gedauert. Und hat sich herausgestellt, dass der Schnelltest sich einfach mal geirrt hat. Hat einfach mal irgendwie. Es kommt vor, dass halt irgendwie mal. Ja. Keine Ahnung. Der Schnelltest erkennt ja nicht richtig, der sucht ja nur oberflächlich, sucht ja nur
nach etwas, was aussieht wie Corona. Also der sucht ja nur... Er sucht auch nach im Endeffekt den Antigenen, die darauf hinweisen, dass dein Körper gegen den Virus kämpft. Das ist es, was er, woran er eigentlich sucht. Das Problem ist, wenn die Antigene von woanders kommen oder was, oder du schon irgendeine andere Corona-Erkrankung hast, kann es passieren, dass er auch mal positiv ausfällt. Habe ich auch nicht, aber okay. Ja gut, es gibt ja nicht nur eine, gibt ja nicht nur die Corona-Krankheiten ab 2019. Davor gab es die ja auch schon. Das Coronavirus ist ja, das ist ein Überbegriff, das ist ja nur Covid-19, was wir jetzt, womit wir ein Problem haben, ist während der Krise. Ja, Corona irgendwas. Ich weiß nicht mehr den gesamten vollen Namen des Virus. SARS-CoV-19 ist. SARS-CoV-19 heißt das, ja. So heißt der Virus aber nicht. Doch, der Virus heißt SARS-CoV-19. Nein, Covid bedeutet nämlich Coronavirus Disease. Ja. Oder so. Dann heißt er irgendwas mit SARS. Auf jeden Fall mit SARS wusste ich das. Ist da. Ja, irgendeine. Auf jeden Fall langwierige SARS. Bezeichnung. Die sich eh im Endeffekt nur Wissenschaftler durchlesen. Juckt ja auch nicht. Ja. Aber ich habe halt gehört, dass das Problem damit halt auch ist, dass da. Hab ich. Vielleicht ist es auch wieder Fake News, die ich gehört habe. Aber dass da auch Leute Coca-Cola getrunken haben und dass der Coca-Cola, dieser Schnelltest die Coca-Cola entdeckt hat, das war jetzt dann. Also ich habe schon Bacardi auf einen Schnelltest gekippt und der war negativ. Aha. Okay. Ja, wenn du das im Blut hast, meine ich, also wenn du das vorher getrunken hast und dann dein. Das heißt, dass dann der Test dann bemerkt, dass du Coca-Cola abbaust oder so, dass da halt dann. Und das dann mit Corona verwechselt. Ist jetzt auch wieder. Ist dahergeredet, was ich halt irgendwo mal gehört habe. Sollte man vielleicht mal nicht machen. Sachen, die man ohne Quelle irgendwo gehört, gelesen hat. Man muss nicht immer der Wahrheit entsprechen. Deshalb sage ich es ja auch immer. Dass ich es irgendwo gehört habe. Gefährliches Halbwissen. Habt ihr bei dir im Keller noch mehr Bruchstein reingeschmissen? Aha. Okay. Das ist gut, dann kann ich daran weiterbauen. Kann ich es mir holen, wenn ich es brauche. Ich brauche aber wahrscheinlich gleich neues Holz. Ich hoffe, ich baue das jetzt richtig hier. So wie es muss. So. Genau da muss es hin. Und da die nächste Stufe. Keine falsche Bewegung. Ich will hier nicht hops gehen. Ist halt schlecht, wenn man
man so rumbaut. Ich weiß halt nicht, wie weit das werden soll, deswegen kann ich halt auch noch nicht von unten anfangen. Ja. Das, das Ding. Ich werde mich aber mal runterbauen. Ich glaube, ich sollte mal Kies nehmen. Statt Erde, um mich hochzubauen. Kann ich, wenn ich runterfalle, einfach mal den unteren Block wegräumen und dann. Dann hat sich's. Okay. Baue ich mich mal da hoch. Ja, das sieht gut aus. Lied erinnert mich gerade so ein bisschen an Banjo-Kazooie. Hm. Ja, das war. Wie es gerade läuft. Ist es bestimmt auch. Wer weiß. Ja, Paper Mario Color Splash. Ist Paper Mario. Passt schon Banjo-Kazooie. Ja. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Hat das jetzt ja richtig gemacht oder nicht? Im Zweifel nicht. Ja, ich verpasse gerade meinem Keller einen hübschen Boden. Mach das. Ich werde jetzt mal auf die Weise bauen, dass ich jetzt hier mich in der Mitte lang baue. Okay, der Sepp ist soeben online gekommen. Im Voice ist er noch nicht, aber ich sehe ihn aktiv sein. Mal gucken, wie er sich darüber freut, dass der Berg weg ist. Das habe ich ihm schon erzählt. Er hat gesagt, macht nichts. Er war so lange offline. War eh kein Fortschritt. Er hatte eh nur ein Bett und eine Kiste mit ein paar Kleinigkeiten drin. War nix. Na dann ist ja egal. Macht einfach neu. Mal schauen, ob er noch dazu kommt. Müsste man eigentlich mal ein Gerüst aufbauen? Ja, das könntest du mal machen. Dann fällst du vielleicht nicht ganz so oft runter. Das wäre mal eine hilfreiche Erfindung. Eine Erfindung gibt's doch schon. In Minecraft? Ja. Mit Bambus kannst du Gerüstblöcke bauen. Okay, ich glaube, da habe ich eventuell schon was, was Ähnliches gebaut.
kriegen wir es irgendwie hin, dass ich hier in die Mitte komme. Ja, hier bin ich lang. Eigentlich müsste man hier eine Plattform hinbauen, von der aus man arbeiten kann. Zweifelsfall kannst du ja immer noch Bambus für Gerüst klauen bei Mordi. Na, was soll mir das bringen? Gerüst. Das Gerüst ist nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Doch. Einzige, was besser ist, ist Creative. Ja, Creative wollen wir jetzt hier nicht machen. Wird nicht geschummelt. Naja. ohne das würde der Berg da noch stehen. Hier wird zumindest versucht, nicht zu schummeln. Manchmal. Also irgendwie habe ich da Scheiße gebaut. Das kriegen wir aber wieder hin. Nachbauen ist nicht so meine Sache. Das ist halt der Vorteil von dem Bambusgerüst, dass du das halt. Das habe ich ja schon mal ausprobiert. Kannst du schnell aufbauen und schnell entfernen. Kannst halt auch neben dir aufbauen. Kannst halt, ist halt nicht so wie Erde, was du halt. Erde, die da halt. Ja, mal musst du, wo du halt gucken musst. Stehst eigentlich schon in der Luft. Kannst du auch einfach neben dich setzen. Ich habe noch nicht so wirklich kapiert, wie das funktioniert, also wie das sich aufbaut. Irgendwie. Irgendwie kriege ich die nur nebeneinander gestapelt. Ich habe es ja schon auf einem anderen Server gemacht. Da war jetzt auch einige Sachen. Hier muss ein Stein hin. So, das wird Ewigkeiten dauern, bis ich hiermit fertig bin. Okay, Holz, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Hey, was war denn jetzt los? Machst du mit Mikro irgendwas oder? Es hat mich bloß am Ohr gejuckt, also habe ich mein Headset ein wenig verschoben. Okay, das ist dann gerade etwas komisch. Okay, ich denke, so müsste es stimmen.
wird es mir jetzt viel gelingen, einen Pfad zu bauen, ohne runterzufallen. Kriege ich vielleicht auch noch eine Treppe hin und eine Leiter. Könnte man das hier als Gerüst benutzen. Nicht, was ich da gebaut habe. Wenn du es nicht verstehst, na dann. Autsch. Boing. Und zurück. Ah, Sepp schreibt gerade. Modi ist, Sepp hier ist eventuell, ich bin auch gar nicht, auch nicht mehr richtig dabei. Modi ist eventuell, wird es Sepp in einer halben Stunde dabei. Ja. Ich bin heute nicht dabei. Kommen wir jetzt hier eine Treppe hoch. Ich brauche Erde. Kriege ich nur Erde her? Worauf hast du dann einen Plan? Das ist ja eine Rarität hier in Minecraft. Dirtblöcke sind, glaube ich, ganz schwierig zu bekommen. Sieht jetzt wahnsinnig hässlich aus, aber darum geht es ja nicht, um die Optik. Er soll ja nicht schön aussehen. Sollen wir jetzt Gerüst zur Seite stehen? So geht's. Aho. Das Loch müssen wir ja auch noch irgendwie schließen. Sonst fallen noch unschuldige Serpis hier rein.
So. Treppe funktioniert schon fast. Jo. Hops, 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 hops. Nee, das muss noch eins. Das ist eine große Treppe. Hops, 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 hops. Hops, 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 jo, sehr gut.